So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Unboxing. Schon lange kein Unboxing mehr gewesen, aber ich hatte ja Geburtstag. Wir haben an der Werra Geburtstag gefeiert, da wird auch ein Vlog noch dazu kommen. Ich habe vorher schon ein bisschen was bekommen, ich habe währenddessen ein bisschen was bekommen. Ich bekomme auch gleich noch was, wenn ich länger so stehe. Das möchte ich jetzt alles auspacken, was ihr hier seht. Das soll eigentlich fürs Thumbnail sein. Ah, oh mein Gott. Das heißt, ich muss jetzt erstmal alles vom Tisch runterschmeißen, dann wieder hinstellen, einzeln und mal gucken, ob ich noch zusammenkriege, von wem was war. So, fangen wir mal an mit dem ersten Paket. Das ist dieses gelbe große Teil hier. Das habe ich schon ein bisschen vor dem Geburtstag bekommen von der Kropf. Kennt ihr noch der Kropf aus der Community? Da ging es darum, als mein PC kaputt war, hat er gesagt, er hat noch was zu Hause liegen, das liegt rum. Da möchte er mir einen Gefallen tun, mir eine Freude machen und mir eine neue Grafikkarte für meinen Rechner schicken, weil mein Rechner ja irgendwie Probleme hatte. Guck mal, wie schön das eingepackt ist hier. Alles sorgfältig. Ich habe es noch gar nicht richtig ausgepackt. Ich habe es auch noch gar nicht benutzt. Ich muss es jetzt mal kurz hier rausnehmen. Wir machen das auch nicht so extrem ausführlich alles. So, das gehört auch eigentlich nicht zum Geburtstag. Das macht er einfach so für zwischendurch, weil er so ein guter Mensch ist. Und hat mir hier seine Asus Phoenix Auto Extreme Perfect Automated Manufacturing GeForce GTX mit 4 GB GDDR5 Memory Turing Shaders und keine Ahnung, 1650, da steht so viel Zeug drauf, da bin ich wieder komplett raus. Das ist eine Grafikkarte, die wird glaube ich noch für 100, 150 Euro gehandelt. Die hat er mir geschenkt, danke also dafür. Als Ersatzteil jetzt, kann man ja mal in den alten Rechner einbauen, mal gucken, was der da noch so macht. Aber der alte Rechner wird ja jetzt dann doch der Ersatzrechner werden, weil der neue Rechner ist ja schon da. Der muss nur noch zurechtgemacht werden. Dann, was auch schon ewig vor dem Geburtstag mal ankam, aber ich jetzt einfach hier im Geburtstags-Unboxing mit auspacke, weil es von der Bo ist und der Bo ja auch am Geburtstag mit da war, ein Paket, das müssen wir jetzt aber hier aufschlitzen. Ich weiß auch schon, was da drin ist, weil das hat er mir gesagt, ob da jemand Bock drauf hat. Pupsi hat sich gefreut, hat gesagt, ja, sie. Hat er gesagt, okay, er schickt uns da was rum. Da müssten Bohnen drin sein. Wie Bohnen, ja, da müssten Bohnen drin sein. Schauen wir mal, ob es wirklich Bohnen sind. Und was für Bohnen. 3 Dosen Bohnen sogar. Guck dir das an. Fagioli alla Bud Spencer, Ricetta Original. Das sind Bud Spencer Bohnen drin in der Dose zum Essen. Da steht alles nur italienisch drauf. Ich kann einfach gar nichts lesen. Das ist richtig brutal. Ist das dasselbe? Fagioli alla Bud Spencer. Genau. 3 Dosen Bohnen von Bud Spencer. Dazu können wir bestimmt mal ein Tasting machen. Danke an der Bo für diese Bud Spencer Dosen Bohnen. Dann, hier liegt noch was Einzelnes rum. Mach mal das mal auf. Das müsste von Amazon sein. Könnte Shenaya sein, könnte aber auch Hannes sein. Ah, oh, Digga, Alter, fett voll in den Finger rein mit der Schere. Kommt drauf an, was drin ist, dann sehen wir es. Ach, da ist sogar ein Zettelchen dabei. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk von Jennifer Brohn. Und jetzt muss ich mir den Daumen immer so angucken, wann das Blut geschossen kommt. Und dann kann es sein, dass da diese Toilette drin ist. Weil wir beim Zangel wieder mal eine Soße gesehen haben, die lustig war, die in einem Klohäuschen geliefert wurde. Und da haben wir gesagt, die werden wir uns auch holen. Ich mach's mal ganz kurz hier noch auf. Das ist nämlich die Ass Blaster Outhouse Soße. Eine Premium Gourmet Hot Soße von Ass Blaster. Und das Coole hier dran war, dass sie eben in so einem Klohäuschen kommt. Das Klohäuschen, das machst du dann halt auf. Und hier drinne ist deine scharfe Ass Blaster Soße. Also das ist auf jeden Fall was, was man sich dann in den Schrank stellt, was man aufhebt. Hier, das ist richtig toll verarbeitet. Hier sind noch
die Inhaltsstoffe sozusagen. Hier steht noch ein extra Text dabei. Ja, da ist sogar ein Rezept. Ace Blaster Border Beans. Ein Rezept für die Ace Blaster Border Beans. Diese Soße mit den Bohnen. Oh mein Gott. Das ist ein Klohaus. Das sieht richtig toll aus. Ah, die freut sich über die ganzen Kartons. Wenn wir einmal bei Shania sind. Shania hat mir auch diese zwei Brausen mitgebracht. Limo aus Dormagen. Die ist jetzt umgezogen von Neuss nach Dormagen. Und da gibt es überall Stütti. Stütti ist dieser Vogel. Es gibt Stüttis Biere, es gibt Stüttis Fassbrausen, Stüttis Limonaden. Einmal Waldmeister, einmal Himbeer. Limo aus Dormagen hat sie mir zum Geburtstag mitgebracht. Habe ich jetzt hier mit dabei. Sag mal, ist also ein Geburtstagsgeschenk. Wollte sie mir eigentlich so geben zum Probieren, aber es ist ja trotzdem gefühlt zum Geburtstag. Was sie mir auch mitgebracht hat, sie war ja bei Rock im Park. Drei Becher von Rock im Park, die es dort gab. Einmal den, der war eigentlich für Thomas, aber Thomas hat nichts gesagt gehabt, nochmal alles. Deswegen ist es irgendwie untergegangen. Und ich habe alle drei jetzt bei mir hier rumfliegen. Der weiße, dann der schwarze, den ich ein bisschen langweilig fand, weil ich gar nicht wusste, dass hinten die ganze Rock im Park Bühne drauf ist, weil so sieht das auch wieder fett aus, aber welchen ich am Anfang halt gesehen habe und gefragt habe, boah, ob sie da einen mitbringen kann, weil der cool aussieht. Dieser Rock im Park Trinkbecher, der hat mir gefallen, ist einfach mal was anderes, nicht immer alles nur schwarz und brutal, sondern auch mal mit Farbe dran. Weiterhin von Shania müsste das sein, was sie sich eigentlich bestellt hat, weil sie es mal testen wollte, gesagt hat, es ist ihr eh zu viel, den Rest kann ich dann haben. Jetzt haben wir es am Geburtstag dabei gehabt, wir kamen nicht dazu, es zu testen. Es war eh schon zu viel, wir waren alle Tüten dicht. Denn es ist was ich schon mal getestet habe, wo der ist, wo aber durch den Tisch gefallen ist und hat alles umgeschüttet. Na, wisst ihr ungefähr, in welche Richtung es geht? Und was sie jetzt nochmal, damit sie es auch mal hat und probieren kann. Wir haben damals diese ganz kleine Flasche gehabt, die aussah wie so ein Elixier in so einem Glasding. Da gibt es aber auch eine Tonflasche, wo eben mehr drin ist, was richtig brutal ist. Und das ist dieser von Bärenweine produzierte Kehlenschneider. Guckt euch das an, weil das ist auch eine Flasche, die du dir dann hinstellen kannst, die du aufhebst, die du sammeln kannst. Wer Kehlenschneider nicht kennt, das ist eine Chili-Spirituose mit Farbstoff, sehr feurig, vorsichtig zu genießen. Die hat 80% Alkohol und gleichzeitig, ich glaube, 300.000 Scoville Schärfe. Also das ist nicht nur hochprozentig, das ist auch mega scharf. Wir haben ein Video damals gemacht, die sind fast alle gestorben. Das war richtig cool. Deswegen habe ich gedacht, jetzt mal eine große Flasche. Wenn sie das eh mal probieren will, wenn ich das nochmal richtig trinken will und wenn ich die Flasche aufheben will, möchte, Kehlenschneider, denn das ist ein Souvenir, das musst du dir hinstellen. Wann wir das jetzt mal testen können, dass sie das auch mal probiert, das müssen wir mal schauen, weil erstmal sind alle bedient. Was auch noch von Shania ist, ist glaube ich das hier. Und ich kann mich sogar jetzt wieder erinnern, was da drin ist und das finde ich besonders cool. Ein Fango Pop. Nein! Jetzt habe ich hier den Klebestreifen abgerissen und jetzt ist einfach hier das ab. Jetzt sieht das scheiße aus, aber das ist doch zum Hinstellen und jetzt sieht es scheiße aus. Aber gut, man stellt es ja eh so ins Regal dann. Man sieht ja nicht, was hinten ist. Es gibt ja wirklich von jedem Mist diese komischen Fango Pops Figuren. Habe ich bisher noch keinen Gefallen dran gefunden und alles. Und dann sah ich plötzlich, es gibt ein Fango Pop von Raupi. Und ihr wisst alle, Raupi ist mein Lieblings-Pokémon. Deswegen hat sie gesagt, ah, da habe ich eine Idee. Ne? Ich habe das so eine Idee. Ich habe die gleiche Idee wie du. Und dann, jetzt ist es hier. Es ist hier. Dankeschön dafür, mein Fango Pop Raupi zum Hinstellen ins Regal. Ihr seht, alle Geschenke bisher waren von Shania. Und wo ist die Shania immer öfters? Beim Lennart. Und vom Lennart ist dieses rote Tütchen, da hätte ich gar nicht dran gedacht, dass ich was vom Lennart kriege, aber der hat was mitgegeben. Das ist cool. Danke, Lennart. Müssen wir es nochmal aufmachen. Oh, gucken, dass wir nichts kaputt machen. Oh, da muss ich,
Da hätte es sein können, dass ich das jetzt zerreiß, aus Versehen. Das ist auch ein Raupi, aber hier aus diesen Perlen gemacht. Das sieht ja übelst kräftig aus. Ja, wenn ich mir das jetzt... Guck mal, bei der Belichtung, so wie das hier aussieht, das ist ein verpixeltes 3D-Raupi. Das ist ja aus diesen... Wie macht man das? Diese Perlen, die da zusammengebrannt, geschweißt werden. Hinten ist es halt glatt und vorne siehst du die einzelnen Löcher, Perlen, Noppen. Das kannst du jetzt unterlegen hier auf dem Tisch. Kannst du dein Essen drauf machen. Das sieht cool aus. Ich hab bestimmt selber gemacht. Ich glaube nicht, dass es gekauft ist. Lennart, ganz kreativ unterwegs. Das ist cool. Guck dir das an. Wie schön kräftig. Die tollen Farben. Damit hätte ich nicht gerechnet. Danke, Lennart. Dann, wenn wir beim Lennart waren, ja, ganz kurz, weil sie alleine so auf dem Stuhl rumsteht, dahin. Das hat mir eine Tuorin am Geburtstag gegeben und gesagt, ja, mein altes Kochset. Ich habe jetzt ein neues Kochset. Ich brauche mein altes Kochset an sich ja nicht mehr. Es ist das allererste Kochset, was ich je hatte. Mit dem sind viele Videos entstanden. Das werde ich jetzt weiterreichen an dich, Ramses. Das ist ein Pendel, um dich zu hypnotisieren. Also falls ich irgendwann mal wirklich Eier krieg und raus in die Natur gehe, um mich dort draußen zu ernähren von Bären und von irgendwas, was ich finde, und mal Samyang in der Natur zu machen mit dem Kochset oder sonst was, ist das optimal. Und es ist einfach cool, dass es das Original Natururin-Kochset ist, was er von Anfang an hatte dann und immer benutzt hat. Das heißt, das riecht nach Urin. Das ist richtig genial. Das ist das Natururin-Kochset. Das werden wir jetzt aber nicht auspacken. Wir müssen eigentlich wirklich mal sein Kochset testen in der Natur und gucken, ob wir Samyang machen können. Verstehst du? Das wäre es. Das wäre richtig optimal. Dann haben wir, was nehmen wir denn? Von der Sarina habe ich, glaube ich, einen Beutel bekommen. Da war ein Pack Samyang to Spicy drin. Ein 5er-Pack. Dann war da noch ein Pack zu Spicy drin, ein 5er-Pack und dann war dann, wenn ich zwischendurch genug Schärfe habe, kann ich mir hier einen Knabbermix, leckere Milchmäulchen reinziehen von Felix oder den Maxi-Pack, wenn es mal wieder der große Hunger kommt, Knabbermix, Leckerlis, Strand, Spaß, das ist auch richtig genial. Außerdem hat Sarina ja auch bei der WrestleMania 40 Prime-Aktion, Spendenaktion. Achso, das müsste ich eigentlich auch noch holen und auch noch zeigen. Ich hatte ja eine Aktion gestartet, dass ich Spenden sammle für mein Geburtstagsgeschenk, weil ich mir zum Geburtstag das WrestleMania 40 Prime gewünscht habe. Sarina hat da mitgemacht, die Shenaya hat da mitgemacht, der Bo hat da mitgemacht, Hannes hat, als er kam, mir nochmal was dafür gegeben. Das Prime kriegt ein extra Video, okay? Damit wirklich jeder, der gespendet hat, ich mich nochmal bedanken kann, der nochmal vorgelesen wird. Das Prime muss auf jeden Fall in einem extra Video genannt werden. Dann haben wir hier noch ein Paket. Das geht sonst hier unter. Das geht unter. Ich habe nicht alle Namen im Kopf. Ich will wirklich genau zack, zack, zack. Und ich bin mir gerade, als ich überlegen wollte ich was sagen, dann war ich unsicher über das, was ich sagen wollte, gerade ob das wirklich so ist. Und deswegen will ich jetzt nichts sagen, sondern halte mich zurück und werde das dann irgendwann nochmal in Ruhe machen. Es ist ja jetzt vorbei, aber das war trotzdem so eine besondere, spezielle Aktion, die von vielen natürlich als total sinnlos betrachtet wurde. Aber es ging ja nur darum, Wer möchte? Es gibt immer viele Leute, die sagen, wir würden dir gerne eine Freude machen, wir wissen aber nicht wie. Gibt es irgendwas? Dann gibt es Leute, die wollen immer irgendwas spenden. Also wenn ich das sehe, weiß ich genau, das ist wahrscheinlich auch von Hannes. Hier sind nochmal Hers drin, Hers Crunchy. Cheese Sticks mit Carolina Reaper Flavor extra hot. Also ihr seht, wieder was Scharfes, wieder was Brutales. Cheese Sticks, ne? Wenn ihr die kennt, legen wir mal hoch. Ja, und dann müsst ihr hier, Hannes ist halt so, der macht was und zeigt was und sagt das und fertig. Und dann ist die ganze Überraschung auch weg. Ich sehe es aber schon, es ist lila.
Oh mein Gott. Verboten, holt die Polizei. Guck dir das an. Der Hot Chip ist zurück. Die Hot Chip Challenge. Original bei Hot Chip Challenge. Warum ist das jetzt in der lila Packung? Weil sie ja, die mussten ja vom Markt genommen werden, die in der roten Packung, in dem roten Kindersarg. Oh mein Gott, Hilfe, bla bla bla. Jetzt, pass auf. Hier steht 16 plus. Und damit können die nichts mehr machen. Das heißt, jetzt haben sie sich abgesichert. Es ist ab 16. Und wenn jetzt ein 12-Jähriger das isst, dann ist er selber schuld, wenn er nicht lesen kann. Das heißt, die müssen auch irgendwann gemacht werden. Hier sogar schon auf. Hier kannst du reingucken. Oh mein Gott, ein kleiner Sticker. Noch mehr Sticker. Hier der Chip. Hier der Handschuh. Und hier steht ja sogar noch, bist du vorbereitet? Coming soon. Ist das der Salzchip? Ist das der Sauerchip? Was ist das Gelbe? Also den Salzchip, ja, den haben wir ja auch schon probiert. Das ist ja komisch. Wenn die jetzt das rausbringen, aber es das andere doch schon gibt und es steht einfach da noch nicht drauf. Das ist auf jeden Fall der Hot Chip, die neue Edition. Ja, der muss also auch irgendwann mal getestet werden. Oh, dann kommt jetzt hier was Großes, Fettes. Das glaube ich auch von Hannes. Aber da bin ich auch schon wieder gespoilert, weil der Hannes halt immer so, ne? Da habe ich mal was gehabt, das fand ich gut, das hat geschmeckt. Dann gab es das nicht mehr, dann gab es das wieder. Und jetzt ist es da, pass auf. Müssen es auch machen, seht ihr es schon? Es sind Getränke drin. Neben den Getränken ist hier noch irgendwas, das legen wir mal kurz hier rüber. Schmeißen das runter. Und dann habt ihr hier drin diese Original Amazon Essentials Cola Mix. Die habe ich mal gehabt. Ich habe mir mal ein ganzes Tray bestellt von der Amazon Cola und von der Amazon Cola Mix. Die Cola war okay, die Cola Mix fand ich irgendwie richtig gut, weil die so nach vergammelter Orange geschmeckt hat. Und dann wollte ich mir die nochmal bestellen, damit ich immer mal was zu trinken habe für zwischendurch. Und dann war die immer überall ausverkauft. Jetzt gab es die wahrscheinlich wieder. Jetzt ist wieder ein ganzes Tray im Haus, aber nicht übertreiben. Ich wollte ja gucken, dass ich vielleicht trotzdem mal vermehrt wieder Wasser trinke wie früher. Ne? Wo ich noch Wrestler und Skater war. Und was wollen wir da noch zusagen? Dann guck mal hier noch rein, was das ist. Hier haben wir, wie es aussieht, noch Dip. Wir haben keine Tortillas, aber wir haben Dip. Wir haben Dip von Hot Salsa Dip mit 2 von 3 Schärfe bei Fuego. Für einen Wrestlingabend kann man das natürlich mal mitnehmen. Fuego Dip und hier noch ein anderer. Ist das dasselbe? Gibt es den jetzt zweimal oder ist das nochmal ein milderer oder noch schärferer? Ist das vielleicht 3 von 3? Hot Salsa Dip nochmal von Fuego. Auch 2 von 3. So, auch über Amazon. Habe ich den da rein? Hat er den einfach bestellt? Bin ich jetzt bekloppt? Ne, er hat einfach das ja auf sich bestellt und hat das dann irgendwie. Ich habe keine Ahnung, was er gemacht hat. Und ihr seht, es reißt nicht ab. Es ist scharf. Es bleibt scharf, es wird schärfer. Wir haben noch ein Paket hier von Pupsi. Das steht schon hier drauf. Chili Klaus, da ist bestimmt was Süßes drin, oder? Wenn wir das aufmachen, da hatte ich auch was am Geburtstag mit dabei, was wir dann aber nicht probiert haben, weil es einfach nicht dazu kam. Und zwar, wir hatten letztes Jahr am Geburtstag ja diese salzigen Bastarde dabei, also dieses extrem salzige schwedische Lakritz, wo die meisten fast gegurkt hätten und andere haben gesagt, das ist übelst lecker. Den meisten war es aber so sehr zu salzig. Chili Klaus. Ich bin kein Bonbon-Freund, also da hat sich die Freude in Grenzen gehalten, aber trotzdem danke Pupsi für die Idee, scharfe Bonbons. Ich denke mir nur, wer soll das dann essen, wenn man sich jeden Tag so ein Teil da reinhauen will. Ich brauche Soßen und Essen und Zeug, aber Bonbons, die isst ja keiner mit auch. Ich kann es ja auch niemanden andrehen. Hier gibt es auf jeden Fall die Chili Klaus Spicy Orange Bonbons. Du hast überall natürlich hier die Fratze vom Chili Klaus. Und du hast hier auf Windforce Skala 9. Das höchste ist 15, was es gibt. Das erreicht 9. 9 von 15 bei Schärfe Spicy Orange Chili Klaus Bonbons.
Und damit die Leute denken, ach guck mal, hier ist wieder salzige Lakritz, ist vom Chili Klaus ja auch noch drin. Chili Klaus, Spicy, Black, Burning, Licorice, 15. Also Schärfe 15 von 15, weil da ist auch Carolina Reaper mit drin. Das ist auch brutal. Kannst du ja rumgehen, kannst du hier mal verteilen irgendwo, sagen, hier Jungs, guck mal, Bonbons. Und dann freuen sich alle total. Schmeißt man das noch alles runter. Vor allem muss ich Jonas gleich holen. Jetzt schmeiße ich hier das Zeug alles rum. Der denkt dann, was ist hier denn los? Das ist cool, dass hier Sticker drin sind, weil ich gerade meinen Schrank hinten total beklebe. Chili Klaus makes you cry. Noch Aufkleber, denn wir haben hier noch ein Soßenset auch drin vom Chili Klaus. Chili Klaus Hot Sauce, spice up your food, steht da drauf. So, jetzt haben wir hier drei Chili Klaus Soßen. Und Chili Klaus, ich finde es, es wurde mir schon so oft angezeigt, Pupsi war das gesehen, hat dann gedacht, okay, sie bestellt da mal, wir testen das mal, wie sie Mexican Tears damals getestet hat. Es hätte nicht sein müssen, weil das ist ja trotzdem mega teuer, wenn ich das so sehe. Ich glaube, für das Ding mit diesen drei Soßen hat sie schon 60 Euro bezahlt. Und das ist brutal. Also du kriegst Soßen, die nicht von Chili Klaus sind, die bestimmt genauso scharf sind oder genauso... Aber ich will ja nicht meckern. Es tut mir nur dann, es brennt mir in der Seele, wenn sich jemand so viel Mühe da gibt und dieser Chili Klaus da so viel Geld macht damit. Weil, weiß ich nicht. Der ist mir unsympathisch auf dem Bild. Der hat so einen Bart wie ich gleich, wenn es so weitergeht. Chili Klaus Hot Sauce. How the hell do I use Hot Sauce? Da steht alles drauf und das sind dann hier Soßen wie Hot Sauce mit Pink Garlic, mit Hot Lemon und mit Reaper Uppercut. Die müssten ja aber eh mal in einem extra Tasting getestet werden und geguckt, wie scharf sind die denn und nach was schmecken die denn und was haben die denn überhaupt. Das dauert also eh noch. Jetzt haben wir hier noch ein Tütchen. Ein Tütchen, da sind noch lauter kleinere Sachen drin. Wir haben aber auch noch ein riesengroßes Paket vom Fahrer. Ich glaube, wenn ich das jetzt hier herstelle, habe ich gar keinen Platz mehr. Wir machen erstmal das Tütchen. Ein Kumpel vom Fahrer, der Danny, der war da und hat mir das Tütchen gegeben. In dem Tütchen, ich muss erstmal alles andere raustun. Hier sind zum Beispiel Inferno Flakes. Die waren aber noch vom Hannes. Ja, der Hannes mitgebracht. Inferno Flakes. Kleine Tüte. So, dann haben wir hier, pass auf, gucken. Dann haben wir hier von Sandras Papa, vom Opa, ne? Haben sie mich in eine Falle gelockt. Sie hat gesagt, kannst du mal zum Opa bitte, der braucht Hilfe, der muss was an die Wand bringen und der kommt nicht hin. Da gehst du rüber, alles Gute zum Geburtstag hier für dich. Da gab es nochmal mein Lieblings-Tabasco, das Habanero. Das Habanero-Tabasco und ein 50-Euro Amazon-Gutschein. Das ist gut, bei Amazon bestellt man ja eh öfters, den kann man also immer nutzen. Dann, wenn wir schon mal bei Amazon Gutschein sind, vom Silvio, vom Scheinux, der hat mir auch dann kurz vor der Abfahrt noch einen 50 Euro Amazon Gutschein mitgegeben. Danke also dafür. Ich muss mal das, was jetzt hier nicht reingehört, irgendwie noch raustun. So, genau. Ja, von meiner Tante, von der einen Tante, gab es hier einen Tankgutschein, so wie das aussieht, da ist schon alles rausgefallen. Da ist ein Tankgutschein drin, da kann ich immer tanken gehen. Jetzt muss ich den wieder hier reinklabustern. Wie viel da drauf ist, das ist privat, das sagt man nicht. Obwohl ich sonst immer alles ins Internet drehe, halte ich es einfach so hoch. So, wie viel da drauf ist, das sagt man nicht. Das konntet ihr jetzt eh nicht lesen. Aber es muss wieder in den Umschlag hier rein. Sonst kann man es ja nicht da hinlegen. Jetzt bleibt es weiterhin spannend, weil... Hier ist noch ein Umschlag, da steht Geburtstagskind Moni. Das ist von der anderen Tante und den Cousinen, genau. Da ist hier so eine schöne Karte noch drin, mit Katzen drauf. Guck mal, wie goldig das da hinten ist. Das sieht auf jeden Fall auch cool aus. Machst du auf, hast du hier noch was gemaltes auf der Seite.
Hier ist noch Esspapier mit drin. Wenn man zaubert, dann ist das weg. Da ist alles drin. In der Familie ist so oft immer Tradition, dass da einer eine Karte schreibt, dann tun sich gleich 30 Leute mit reinschreiben, dann haben sie es hinter sich so ungefähr. Die Mama auch, die schreibt eine Karte, schreibt 100 Leute rein, die wissen gar nichts davon, stehen aber alle mit drin. Also, auch dafür danke, das hätte man auch am Geburtstag noch mit nutzen können. Das Esspapier war aber gar nicht nötig, weil die Gäste haben sich selbst versorgt oder der Scheinux hat Pizza besorgt für alle oder der Hannes hat einfach immer zu irgendwas gemacht oder Gäste kamen und haben einfach noch was mitgebracht. Dann haben wir hier, das ist von Marie. Alles Gute zum Geburtstag, ne? Steht aber nirgendwo drauf. Hier, ich krieg ein Bild, da steht oben Jonas. Und dann, das ist ein Bild vom Jonas wahrscheinlich. Und da steht hier noch Bubi, die 16.07.2024, also. Das ist der Jonas am Dienstag, meinem Geburtstag, gewesen. Das legen wir noch hier rüber. Dann haben wir einen Umschlag von Tiso. Tiso beim GoFest, Gera, hat mir den gegeben. Den habe ich auch bis jetzt zugelassen. Da gucken wir jetzt auch mal rein, was da drin ist. So, und das ist... Das ist unglaublich, oder? Als hätten sie sich alle abgesprochen. Auch ein Amazon-Gutschein. Früher, weißt du, früher bist du unterwegs, jeder sollte dir Google Play Guthaben schenken für deinen Pokémon Go Account. Dann hast du es nicht mehr im Google Play aufgeladen, dann hast du es in iTunes hier aufgeladen, weil da war es immer 10 Euro günstiger. 99 Euro statt 109 Euro, beziehungsweise ist das ja dann 119 Euro gewesen sogar irgendwann. Also dann musste jeder immer iTunes schenken und dann irgendwann... Da hast du Absprache gemacht mit dem Teufel und schon hast du gesagt, du brauchst Amazon-Guthaben, weil du lädst es jetzt immer über Amazon-Guthaben auf. Jetzt nimmst du dein Amazon-Guthaben aber und kaufst dir einfach mal coole Sachen oder Kinderspielzeug oder cooles Kinderspielzeug mit Sachen dran. Das also von Tiso und Familie, danke dafür. Und das ist jetzt also die Tüte vom Danny. Der hat hier einmal drin Samyang Bulldog Kimchi, einmal Samyang Bulldog Yayang und die sind besonders, der war glaube ich in, was hat er, haben sie gesagt, Polen und da hat er die gesehen und dann haben die gesagt, die gibt's gar nicht in Deutschland so direkt. Ja, wenn ich in Rewe gehe, sehe ich die zwei Sorten glaube ich nicht so, weil das sehe ich halt jetzt die anderen Standardsorten, aber die jetzt nicht so, aber die kennt man trotzdem, die sind auch geläufig. Es steht auf jeden Fall, man merkt, dass sie nicht von hier sind, weil alles anders draufsteht, als es sein soll. Was aber noch ein Schmankerl ist in der Tüte, als großer Prime-Fan, gibt es hier noch eine Flasche Prime, einen Prime-Schlüsselanhänger. Guck doch mal, eine rote Prime-Flasche, ein goldener Schlüsselanhänger und hier nochmal ein Bändchen, wo Prime draufsteht. Und das Lustige ist, Shania hat mir ja auch schon einen Prime-Schlüsselanhänger gegeben in Gera und der ist gelb und der ist an meinem Rucksack neben dem gelben Hyperball, den sie mir damals auch gegeben hat. Das heißt, jetzt habe ich schon zwei Prime-Flaschen und ein Ball. Jetzt bräuchte ich noch einen roten Ball, dann habe ich eine rote Prime-Flasche, einen roten Ball, einen gelben Ball, eine gelbe Prime-Flasche. Das ist auf jeden Fall lustig und macht Bock. Jetzt tun wir das hier oben hin und haben immer noch aber das große Paket. Oh, vom Fahrer, das würde jetzt so aussehen. Wir stellen es einfach mal neben uns auf den Stuhl und versuchen das noch irgendwie hier aufzumachen. Er hat gesagt, naja, ist ja klar, was da drin ist. Für mich ist das nicht so klar, aber wahrscheinlich Bier. Aber was für Bier? Und wieso so viel? Und wieso so groß? Fahrers Adventskalender. Open a beer a day. Das ist cool. Das heißt, wir tun den jetzt hier raus. Ist das jetzt? Nee, der ist ja neu. Der ist ja neu. Der ist. Das ist ein neuer Kalender.
Das heißt, dieses Jahr brauche ich keinen Bier-Adventskalender, weil ich jetzt meinen Kalender schon habe. Hier auch wieder draufgeschrieben: Pfarrers Adventkalender. Hier Deutsch, ne? Original, Kalea. Ne, Kalea ist durchgestrichen. Und da hat er den selber befüllt. Hä? Meint ihr, der hat den oben aufgemacht und hat die Kalea-Sachen raus und hat selber eigene Biere da reingetan? Das ist ja jetzt wieder mysteriös. Wir sehen ja hier wieder Pfarrers Adventkalender. Each window contains one can of German craft beer. Das muss also der Dosenbier-Adventskalender sein. Ich hatte, glaube ich, gesagt, dieses Jahr, wenn, dann würde ich mir einen Dosenkalender holen, weil du hast nicht nur 0,3 Liter in der Flasche, du hast 0,5 in der Dose. Dosen kannst du auf jeden Fall überall abgeben. Bei den anderen waren immer Flaschen drin mit so komischen Formen, die konntest du nirgendwo abgeben. Hier kriegst du überall noch Pfand zurück, hier hast du mehr Inhalt und an sich waren die Dosen, der Dosen-Adventskalender sogar günstiger als der Flaschen-Adventskalender. Hat er den jetzt nur neu gekauft und hat er einfach nur Fahrrad draufgeschrieben? Oder hat er seinen mit Dosen, den er hatte, genommen, hat den immer oben aufgemacht und nicht vorne und hat dann da jetzt andere Sachen reingefüllt? Wisst ihr was? Wir lassen den jetzt einfach zu, weil wenn das neuer ist, dann kann ich den ja für dieses Jahr nutzen. Wenn es kein neuer ist und er den selber befüllt, dann kann ich den ja für dieses Jahr nutzen. Das heißt, so oder so ist das der Pfarrers Adventskalender für dieses Jahr, der dieses Jahr genutzt wird. Und das ist fett, weil das sind auch nochmal hier, was weiß ich, 50 Euro oder so wert, die ich jetzt nicht brauche, noch zu investieren irgendwo und mir was zu holen. Dann gibt es im Dezember wieder vom 1. bis zum 24. jeden Tag ein Türchen. Was bei dem Dosenbier vielleicht nicht ist, ist, dass dann Tastingglas dabei ist. Aber ich habe ja schon 4. Aber das geht gar nicht, weil da passt ja nur 0,3 rein und in der Dose ist 0,5. Oder soll man bei der Dose gar nicht die Farbe mitbewerben? Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber egal. Da macht man halt nur 0,3 rein, trinkt das aus und den Rest trinkt man dann gemütlich. So. Das ist auf jeden Fall cool. Danke dafür. Guckt den euch nochmal an. Moment, wenn es angeht. Hier, Pfarrers Advent Kalender, obwohl es ja eigentlich der Brewers Advent Kalender von Kalera ist es jetzt aber nicht mehr. Ansonsten war es das, glaube ich, von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ihr habt da nochmal alle so ein bisschen auf dem Tisch. Rumliegen, rumfliegen, trinken, essen, scharf, kochen, Gadgets, Süßes, Katzen, Geld, Aufkleber, Müll, alles dabei. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.